Letzte Woche haben wir uns schon drei der neuen Steinberg-Controller angeschaut und in der heutigen Folge geht es nochmal um den Quick-Controller, um die Pads. Also dranbleiben! Herzlich willkommen zu MuseTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei MuseTalk Angecheckt. Ich bin Non Eric und heute begrüße ich euch zu Folge 2 unseres Tests der Steinberg CMC-Controller-Serie. Im ersten Teil habe ich euch schon mal den Transport-Controller, den Fader-Controller und auch den Channel-Controller vorgestellt. Heute geht es um die beiden universell einsetzbareren Controller, und zwar den Pad-Controller und den Quick-Controller. So, und dann schauen wir uns mal den Quick-Controller genauer an. Klar, 8 Drehregler und die sind gerade mal so weit auseinander, dass ich mit meinen filigranen Fingern dazwischen komme und die eigentlich noch gut drehen kann. Könnte aber bei jemandem mit Wurstfingern schon ein echtes Problem werden. Sind auch so ein bisschen komisch, fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Zitze. Aber man muss sagen, leicht gerastert, nicht unangenehm zu drehen. Und was man hier sieht ist, es gibt tatsächlich noch so eine Lightshow. Die Drehregler, je nachdem wie weit sie aufgedreht sind, fangen an stärker grün zu leuchten. Ob das allerdings tatsächlich als Metering in irgendeiner Form wirklich sinnvoll ist, mag ich zu bezweifeln, sieht aber auf jeden Fall mal gut aus. Mit diesen 8 Drehreglern habe ich die Möglichkeit, entweder ganz normale MIDI-Befehle zu senden, dann ist hier MIDI gedrückt, dann kann ich hier über die Software wirklich tatsächlich jeden beliebigen Controller auf jeden beliebigen MIDI-Kanal mit jeder beliebigen Wertekonfiguration steuern. Das kann ich dann hier wunderbar über die Software an den Start bringen. Und dann habe ich natürlich hier den EQ drauf. So, jetzt habe ich hier schon wieder mal das Umschaltproblem. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte während des Tests das einziges hier mit dem Quick Controller ab und zu mal Schwierigkeiten, dass er hier wie jetzt zum Beispiel nicht umschaltbar ist. Und ich habe dann auch zusammen mit dem Steinberg Support auch noch einen kleinen Bug gefunden im Zusammenhang mit dem Groove Agent. Also da ist wahrscheinlich noch irgendwo ein kleiner Wurm drin. Um jetzt hier weiterzumachen, müssen wir jetzt mal auf jeden Fall den Strom trennen, der auch hier über USB geliefert wird. So, dann stecke ich das hier mal rein und vielleicht ist er dann schon wieder reanimiert. So. Nee, tut sich jetzt erstmal noch nichts. Da muss ich jetzt erstmal Cubase neu starten. So, und nach dem Neustart ist das Ganze auch wieder am Start. Ich habe also im Prinzip nur mal Cubase nochmal neu starten müssen und den Controller, dann geht das auch. Das ist mir, wie gesagt, ein paar Mal schon passiert, aber das wird wahrscheinlich in einem kleinen Update ausgebügelt sein. So, jetzt rufe ich hier über den Channel Controller erstmal den EQ auf und habe jetzt hier die Möglichkeit, den Gain des Filters zu steuern. Und in der unteren Reihe die Güte. Möchte ich jetzt allerdings die Frequenz ändern, dann muss ich hier einmal drücken und habe jetzt hier die Frequenz auf dem unteren Regler. Finde ich ein klein bisschen problematisch, denn ich habe jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, sowohl die Güte als auch die Frequenz gleichzeitig zu steuern. Über die sogenannten Quick Controls kann ich jetzt hier über diesen Schalter pro Channel eine beliebige Konfiguration von 8 Parametern flexibel steuern. Das heißt also, ich kann die frei belegen. Da gehen wir mal nicht in den Groove Agent One, nämlich da habe ich das Problem gehabt, dass ich immer das falsche Drum Pad editiert habe, denn da gibt es einen kleinen Bug. Aber das ist jetzt für unseren Test hier nicht ganz so problematisch, denn wir nehmen einfach mal ein anderes VST-Instrument. Das habe ich, glaube ich, hier drauf gelegt. Mal gerade gucken. Nee, das ist der Imposca 2. Der ist leider nicht VST3 kompatibel. Da funktionieren die Quick Controls leider nicht. Das ist schade. Deswegen habe ich mir mal dafür den Halion One ausgesucht. Den muss ich jetzt erstmal ganz kurz suchen, weil ich das alles hier nicht so ordentlich beschriftet habe, wie ich euch das empfehlen würde. So, da. Mal gucken.
Nö, ist hier gar nicht drin, auch gar kein Problem. Dann rufen wir hier einfach mal den Loop Mesh auf. So, den haben wir dann hier und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, hier die Quick Controls uns anzeigen zu lassen. Und jetzt muss ich im Prinzip nichts weiter tun, als hier auf Learn zu gehen, den entsprechenden Regler zu bewegen und dann hier den Regler am Controller einmal zu drehen und hier nochmal bestätigen drücken und voilà, alles gar kein Problem. Schnell und einfach konfiguriert. Und die Quick Controls haben ja den Vorteil, dass ich pro Channel, also pro Spur tatsächlich individuell diese 8 Controller belegen kann. Unter den 8 Drehreglern und der Reihe für die Auswahl von Quick Control, MIDI oder EQ gibt es nochmal 4 F-Tasten. Die kann man dann zusammen mit der Shift-Taste natürlich auch wieder frei belegen. Finde ich ziemlich sinnvoll, denn da würde ich mir zum Beispiel wieder mal das Mixer-Window drauflegen. Und hier unten kann ich die einzelnen Kanäle anwählen und habe hier nochmal Read and Write für die Automation. So, jetzt kommen wir zu dem vielleicht für mich spannendsten Controller. Das ist der Pad-Controller. Und da gehe ich jetzt mal lieber auf eine Drumspur. Groove Agent. Chup. Und da habe ich hier eine ganze Menge Pads und ich kann jetzt hier sogar noch die Padbänke umschalten. Ich habe also massenhaft Padbänke und kann jetzt hier wunderbar Drums einspielen. Wunderbar, vielleicht mit einer Einschränkung, denn man sieht es ja hier deutlich, die Pads sind sehr klein. Sind vielleicht mal ein Viertel von der Größe derer, die wir zum Beispiel am Tempest hatten oder auch bei der Machine oder bei einer ganz normalen MPC. Ich fand aber im Prinzip, dass fast schon ein Vorteil ist, denn sie verbrauchen sehr, sehr wenig Platz auf dem Schreibtisch und ich kann tatsächlich auch mal ein Beat mit einer Hand einspielen. Und sie reagieren auch sehr direkt. Wir können jetzt mal hier erstmal eine andere Velocity Curve auswählen. Jetzt ist es zum Beispiel so, hier ganz oben leuchtet das Pad. Das bedeutet, die Dinger werden immer mit 127 Velocity abgefeuert. Wenn wir ein bisschen mehr Dynamik haben wollen, dann gehen wir vielleicht mal hier hin. Man merkt es. Es hat eine sehr, sehr gute Dynamik. Kann jetzt hier noch eine andere Kurve auswählen. Vielleicht eine, die noch sensibler ist. Manko bei den Pads ist für mich allerdings primär das Problem hier mit diesem Knob. Das ist ein Drehregler, mit dem man hier verschiedene Presets auswählen kann am Controller. Finde ich komplett überflüssig und ist mir beim Spielen mit den Pads tatsächlich immer ein wenig im Weg gewesen. Was mir auch aufgefallen ist, die Pads lösen sehr, sehr leicht aus. Das ist im krassen Gegensatz zum Beispiel zu den Pads, die man am Akai MPK-Keyboard findet. Da muss man richtig draufdrücken, bevor da was passiert. Hier reicht schon eine ganz, ganz leichte Berührung. Deswegen hatte ich ab und an mal ein paar Noten, die ich eigentlich gar nicht triggern wollte, die ich dann hier in Cubase im Editor löschen musste. Der PD hat auch noch ein paar andere ganz gute Tricks drauf. Natürlich kann ich das Ganze, wenn ich das jetzt hier mal machen darf, auf dem Imposca, kann ich das Ganze auch chromatisch spielen. Jetzt hier eine andere Padbank anwählen. Das mache ich oft gerne, gerade mit Bässen, weil ich dann auch immer versuche, den Bass ein bisschen auf die Bassdrum zu setzen. Und da macht das Einspielen auf so einem Pad-Controller auch für tonale Phrasen für mich immer durchaus Sinn. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier den Vor-Velocity-Mode anzuwählen. Da habe ich hier ein Drum-Instrument mit 4 verschiedenen Velocity-Stufen auf den Pads. Das ist zum Beispiel hier so für so ein Flam zum Beispiel sehr, sehr gut. Macht auch Sinn. Was ich probiert habe,
war irgendwas Ähnliches wie so eine Note-Repeat-Geschichte hier an den Start zu bringen. Habe ich auch mit Steinberg telefoniert. Wir waren uns mit dem Support einig, dass es eigentlich über den Arpeggiator irgendwie eine Möglichkeit geben müsste, sowas wie ein Note-Repeat, was man auch an der Arcade-Drum-Machine kennt, hier zu verwirklichen. Ist mir auf die Schnelle leider nicht gelungen, aber ich bin mir ganz sicher, da gibt es auf jeden Fall einen Trick. Tja, und jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer kleinen Probefahrt mit den Steinberg CMC-Controllern. Und abschließend möchte ich auf jeden Fall sagen, ich bin mir sicher, dass jeder Cubase-User ein oder zwei, vielleicht sogar drei Controller hier unter den Controllern findet, die für ihn absolut eine sinnvolle Ergänzung bei der Arbeit sind. Allerdings muss man auch sagen, dass die Kombination der sechs Controller sowas wie eine MCU meiner Meinung nach nicht ersetzt. Dazu fehlen hier bei den CMC-Controllern einfach Motorfeder und eben auch Displays, um damit wirklich so arbeiten zu können, dass man nicht mehr allzu oft auf den Bildschirm schauen muss. Wer allerdings sowieso der Meinung ist, er ist schneller mit Maus und Tastatur, für den ist zum Beispiel ein Pad-Controller oder auch der Quick-Controller oder auf jeden Fall als Fernbedienung der Transport-Controller eine ganz sichere Wahl. Und ich finde auch preislich ist das alles in einem akzeptablen Bereich. Man kann hier quasi mit 150 Euro starten und seine Controller-Serie langsam aufbauen. Tja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Sender. Und bis dahin, make more music mit Musotalk. Tschüss! So, letzte Woche halbe... So, und das fehlt... Per Skype in die Sendung... Nee, Quatsch. Tja, jetzt sind wir damit dann Steinberg-Controller-Serie CMC an. Nein. Alles klar, wir machen das Schlusssendung.